Hallo und herzlich willkommen zu Scrap Mechanic. Hallo und herzlich willkommen auch von mir, eurem Lügos. Heute mal nicht allein. Wie das letzte Mal. Letztes Mal habe ich mir Ja. ja alleine ganz schön dumm angestellt. Jetzt versuchen wir das mal zu zweit heute hier. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Ich hoffe, dass wir das gut hinkriegen heute. Dafür mal was Neues zeigen. Ja, wir wollen auf jeden Fall. Letztes Mal haben wir euch ja eher das Fahrzeugbauen gezeigt, wie das mit dem Fahrzeugbauen klappt. Heute wollen wir uns mal ein bisschen mit dem Hausbau beschäftigen, mal komplexe Dinge in einem Haus bauen und versuchen, verschiedene Mechaniken einzubauen. Weiß ja nicht, wo wir bauen wollen. Gute Frage. Am besten mir diese komische Plattform, die ich mal gefunden hatte. Ja, dann lass uns mal fix irgendwas aus dem Stand aus dem Fahrzeug bauen und rumdüsen. Guck mal. Ah. Kannst du da jetzt eigentlich auch mit rumfummeln? Bestimmt, ne? Mit Sicherheit. Was soll man denn dem bauen? Ich baue jetzt erstmal so ein Ding hin. So. So, du baust sowas. Was wird denn das für ein Auto? Erstmal, das ist ein kleines Auto, das man rumfahren kann. Das war doch nichts Großes und nichts, ne? Ein bisschen aus Holz, das ist ja ökologisch wertvoll, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen ökologisch sein. Ja, vor allen Dingen nachhaltig, ne? Nachhaltig. Nachhaltig auch noch, ne? So, guck mal, da bauen wir hier oben auch noch so eine Plattform drauf. So. Soll denn das werden? Es ist einfach nur so ein kleines Auto. Es ist doch noch nichts. Wir wollen uns auch hauptsächlich nur aufs Hausbau konzentrieren. Was brauchst du da? Ich weiß es noch nicht, aber das wird bestimmt lustig. Das wird bestimmt toll. So, Federung brauchen wir hier ein bisschen. Wir wollen hier ein bisschen Federung haben. Offroad. Gut. Klar, nehmen wir Offroad. Was soll denn das werden? So. Was das werden soll? Ja, wie gesagt, das weiß ich selber noch nicht. Ich muss jetzt noch gucken, wie das mit der Lenkung war. Dass ich mich da nicht vertue. Dass er auch nachher lenkt, weißt du? Und unser kleiner Sportwagen, André. Du kannst dir da schon Passagiersitz draufknallen und ich muss jetzt erstmal gucken, wie das mit den André, wie war das mit den Reifen? Ich habe es schon wieder vergessen. Tja, das ist jetzt so eine Sache, ne? Man muss jetzt unten erst wieder noch einen Block setzen. Ja. Auf den Block kannst du dann erst den Kringel da setzen. Wenn du weißt ja nicht, wo lang die Lenkung gehen soll, dann musst du da einsetzen. Ich weiß nicht, Ach, wo, stimmt. welche Richtung. So war Wo. das. Ja, genau, so war das ja. Und Stimmt, dann hast ja musst du recht. da. Ja, hinten nicht, ne? Du brauchst ja keine Hinterradlenkung, oder? Nee, nee, hinten nicht, nee. Dann kommt da noch einer und dann an den Seiten kommen dann die Räder. Ah, stimmt. Ja, ich muss ja erstmal wieder überlegen. Schwierig. Nur einmal kurz gesehen. Jetzt hast du da. Ach ja, die müssen sich ja drehen, ne? Ja, richtig, da müssen ja. Muss ja noch so eine Pappdinger dran, die müssen sich ja drehen. So, jetzt kommen wir runter. Richtig, jetzt brauchen wir aber noch, glaube ich, den Passagiersitz. Ja, ich verbinde die ganze Chose schon mal. Ja, Buch brauche ich gerade nicht. Das Werkzeug kommt noch da. Wo ist denn der da? Also. Mit Kuva noch mal drehen, ja. So, alles richtig verbunden. Ja, sehr gut. Bin gerade dabei. Ja, vorne fehlt noch so ein Antriebsgedöns hier. So, Lenkung gucken, dass die Reifen alle richtig sind, ne? Dass das alles in die richtige Richtung zeigt. Standardmäßig glaube ich, das ist nur sogar die Lenkung. Ach, geht ja nicht. Machen wir mal. Ja, die Lenkung ist auch richtig. Das stimmt. Ja, dann können wir ja schon mal ein bisschen losdüsen, glaube ich, ne? Guck mal, wie viel Power du dem Motor gegeben hast. Ah. Übertreib's nicht, bei so leichten Fahrzeugen brauchst du nicht zu viel.
ist zu viel, zu viel. Nur ein Strich, alles andere ist übertrieben bei so leichten Fahrzeugen. Das geht nicht. Ich wechsle jetzt schon. Alter, das sieht so aus, als wenn du auch längst, ne? Ja, sieht auch so aus. Ja. Wir machen dieselben Bewegungen. Ja, nicht vergessen, es ist ja noch eine Alpha. Ja, ist noch eine heute Alpha. Erstmal die Access. Alter, wie fährst du? Mit dir fahr ich nicht mehr. Aber da vorne ist so ein Teil, da ist der Turm. Ja. Will ich wegmachen hier. Willst du fahren? Dann fahr du. So, dann geh ich auf den Beifahrersitz, dann fährst du. Mal ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen. Oh, es kann nichts mehr passieren. Ganz gemütlich tingeln wir dahin. Oh, es sieht lustig aus. Also ich muss ja sagen. Es ist auch noch einen Knopf machen, damit jetzt Raketenantrieb rauskommt. Ja, das können wir später nochmal machen. Guck mal, hier ist doch schon. Guck mal, hier vorne ist doch schon glatt hier vorne. Ja, genau, deswegen wollte ich ja hier hin. Kommen wir hier hoch? Ja, ist schwierig. Sprungschanze! Ja, nein! Ich steig ab. Wie geil. So, ich denke mir hier vorne an der grünen Ecke hier so. Ja? Hinten? Ja, klar. Ja. Versuchen einfach mal. Ne, wieso hier? Ich dachte hier drauf. Hier dann, nee, komm. Nee? Wir können mal ein Haus bauen, was nachher wegfährt. Na gut, hier ist auch schön flach. Aber jetzt sieht mal Gras durch. Doppelt drauf machen. Wir machen hier einen doppelten Boden drauf. Wie groß willst du das haben? Keine Ahnung, mach. Wie du meinst. Dann machen wir jetzt mal was Kleines so. Ich denke nur, dass wenn der Boden was machen können soll, muss, dann musst du vorher das Ding dafür setzen. Eigentlich erstmal nicht, ne? Guck mal, schon sieht man hier nichts mehr. Nur eine Treppe zum Ausfahren machen, so 2-3 Stufen. Ja, das ist also ein bisschen schwieriger. Da müssen wir. Das wird so nix. Glaube ich. Meinst du? Nee, das wird so nix. Weil du kannst ja hier kein Ding auf den Boden packen, pappen. Da müssen wir so eine improvisierte Stufe machen. So eine. Anders geht das nicht. Ja, doch, da kann man schon machen. Wenn wir gucken, ob man Sachen machen kann, wenn wir zum Rausfahren oder so. Und drunter sieht man das ja dann nicht. Das können wir machen. Und wir gucken, wie wir das hinkriegen. Warte, das können wir machen. Warte, ich zeige uns jetzt, wenn wir mal. Wenn du was rausbekommen hast, ist das gut. Ich habe nämlich noch nichts dafür rausbekommen. Ich hole mir mal die Rampen. Welche Planken? Rampen. Guck mal, da haben wir hier. Mach ich das mal in Holz, damit wir das ein bisschen. Na komm, geh in die richtige Richtung, du. Nase. Oh, jetzt hast du die untere Reihe weggenommen? Nein, hab ich nicht, da war keine. Ich hab gar nichts gemacht. Hä? Fummel dir nicht an deinem Bauwerk rum. Und krieg nachher wieder Ärger. Du bist ja so sensibel. So, jetzt gucken wir mal, bauen wir mal hier an der Seite mal einmal so eine provisorische Wand auf. Kannst den Controller auch auf den Boden setzen. Ja, aber ich will ja, ja. Bauen wir noch das Wichtigste überhaupt, André, bevor wir anfangen. Das Radio. Was brauchst du, ja, wollte ich gerade sagen, also zu bauen braucht man doch Lala. Jetzt Dancing.
Das Radio. Das ist das Wichtigste, ja. Das ist das Wichtigste auf der Baustelle. Das darf niemals fehlen. So, was wir aber noch machen können, ist... Wenn die Controller hier in den Boden... Da fällt er nicht so auf. So, was ich ganz gerne mache, ist da einen Block wegnehmen. Da kannst du von außen und von drinnen drücken. Mhm. Und wenn ich das... Du verschwindet jetzt der Controller hier. Hab ich außerdem verschwinden lassen. Ich kann also nicht deine Sachen miteinander verbinden. Nee? Nee, irgendwie nicht. Okay. Gibt es da irgendwelche Einstellungen für? Weiß ich nicht. Was sollte jetzt? Ja. Guck mal, die. Ja, benutzen kann ich sie, aber. Ja. Guck mal, dann müssen wir hier unten aber nochmal. Aber ich kann halt deine Verbindungen nicht setzen. Okay. Das ist sehr eigenartig. Ich dachte, das würde gehen. Ja, das Radio. Ja, ne? So, ein bisschen actionreichere Musik. Ich glaube, das ist das Einzige, was es gibt. So, guck mal. Und schon haben wir eine Rampe. 100 hat man eine Rampe. Ja. Ich glaube, das ist schon mal gut. Ja. Jetzt können wir noch... Da willst du bestimmt das Auto reinfahren, ne? Oder einfach nur zum Hoch- und Runtergehen. Können wir ja auch einfach zum Hoch- und Runtergehen machen, ne? Ich wollte gerade sagen, für das Auto ist doch eh viel zu klein. Dann machen wir es zum Hoch- und Runtergehen. Ziehen wir jetzt hier nochmal eine Wand schnell hin. Und gucken... Da. Ja. Reicht das von der Höhe? Nee, da muss noch ein höher. Minecraft-Style. Na, nicht ganz, aber. Ja, aber... Ungefähr. Gut. So. So, was baust du denn da die ganze Zeit? Ja, nun... Soll ich da auch mal was bauen? Leute, langweilig schon. Ja, kannst du doch machen. Kannst auch ein bisschen... Kannst du irgendwie Fenster bauen, kannst andere Räume bauen, kannst auch machen... Kannst hier walten, wie du lustig bist. Wir müssen ein, wie gesagt, ein selbst zusammenwaltbares Haus bauen. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen schwieriger, ne? Ja, das müssen wir mit diesen Rohren dann machen. Die quasi als, Rohr? Ja, die Rohre quasi als Arme benutzen. Und da gibt es ja so ein Drehgelenk bei den Rohren. Hier diese... Oh, wo sind sie? Die Pipes. Pipes. Da sind jetzt hier. Da ist irgendwo, wie gesagt, das neues Item hinzugekommen. Dieses Pipe Short, Pipe Long, Pipe Corner und Pipe Join. Diese Teile kann man relativ gut nehmen, so als Arme oder so. Okay. Um die Sachen in mehrere Richtungen zu bewegen. Dann muss ich hier erstmal wieder ein bisschen
Ach, jetzt kann ich auf einmal deine Sachen doch verbinden. Warum geht denn das jetzt? Ja, das ist das, was der Entwickler wahrscheinlich sagte. Das ist also einige Sachen im Multiplayer noch so ein bisschen... Was macht der denn da jetzt? Ja, du musst die Gradzahl einstellen. Das ist wahrscheinlich die andere Richtung gestellt. Wenn du nach vorne gehen, muss er 90 Grad in die andere Richtung. Ja, weiß ich. Aber ich muss doch... Ausgangsposition. Jetzt... Müsste... Jetzt! Guck mal, jetzt geht das doch. Jetzt ist... Guck mal. Aber... Das ist zu niedrig. Das Ganze nochmal noch höher setzen. Und außerdem... Achtung! Ist das doch doof, da haben wir unten doch was offen. Warum? Ja, deswegen gucken wir da gleich. Dass wir das am geschicktesten machen. Oder wir machen das nochmal... Warte mal, wir machen das mal einmal komplett anders. Ja, es ist ja beim Rumexperimentieren. Ich kümmere mich um die Tür und du kümmerst dich um die Inneneinrichtung. Was hältst du davon? Oder umgekehrt? Oder umgekehrt? Was willst du für eine Inneneinrichtung? Willst du hier bei Tine Wittler macht die Bude schön oder was? Ja, so ungefähr. Auf jeden Fall Musik. Musik ist schön, ne? Die Musik ist toll. Also die Musik, muss ich ja sagen, ne? Die ist ja phänomenal. Mhm. Wenn dir das gefällt, ist das doch schön. Ich? Guck rein, haben wir irgendwie... Hört sich an wie so Fahrschulmusik. Ja, denke ich mir muss auch. Muss ich sagen, so. Das jetzt. Was brauchst du da? Was hast du da gebaut? Warum funktioniert das hier schon wieder nicht? Vielleicht weil du die Wand nicht mit irgendwas verbunden hast. Ja, das sieht so aus. Da musst du, wie gesagt, das, wenn du das verbinden willst, in einem Stück bauen. Das ist das Problem, ein bisschen. Also das musst du einen neuen... Ah, falscher. ...einen kleinen Kreis da ansetzen. Das ist das Einzige, womit du was machen kannst. So, ich guck gerade, hab ich vor, was will ich machen? Ja, verbunden. Ich weiß selber nicht. Funktioniert ja gar nichts mehr. Eigentlich zu schwer die Tür. Keine Ahnung. Oder da von da unten aus geht das nicht. Schalter zwischenlegen. Ja, ich versuche das gerade. Oh, was brauchst du denn da? Schick ist eine Windmühle? Keine Ahnung, weiß ich selbst noch nicht. Wie funktioniert das nicht? Na? Hast du noch nicht? Nee. Dachte, ich könnte halt einfach so ranmachen und fertig.
Musik. Bumm. Untergeknallt. So muss das sein. Guck mal. Jetzt muss ich dazu noch was überlegen. Aber da habe ich auch schon eine Idee für. Ich muss jetzt nur gucken, wie ich das umsetze. Das. Ja, im Prinzip. Noch eine Rampe ausgefahren wird. Sorry, aber das reicht mir jetzt. Dann kriegst du Ohrensausen bei langsam. Ja, ist ja gut. Wie machen wir das jetzt am besten, dass eine Rampe ausgefahren wird? Tja. Das probieren wir aus. Wie machen wir das jetzt am besten? Ja. Musst du ausprobieren. Ich habe selbst noch keinen Plan, was ich machen soll hier. Ist ganz schön schwierig, wenn man nicht kreativ ist. Ja, was heißt? Ja, was heißt? Was heißt schwierig, wenn man nicht kreativ ist? Na, erstmal, man muss sich da nur erstmal mit einfuchsen, ne? Ich weiß, wie andere es geschafft haben, damit man so springen kann oder so. Ich weiß auch nicht mal. Jetzt sollen wir erstmal Raketen aufbauen oder so. Da habe ich ja wenigstens rausbekommen, wie man Knöpfe quasi an sein Fahrzeug. Ja, das ist doch schon mal etwas. Macht, ne? Immerhin. Oh, die Rampe ist ja groß hier. Oh, eine große Rampe erwischt. Ich glaube, die Hütte muss auch noch viel höher. Das ist ganz schön niedrig. Ja, das ist auch doof. Das ist genau das Ding, was ich meinte. Was meinst du? Das heißt nicht so einfach ist, mit was noch zusätzlich rausklappen lassen will und. Ja, es ist nicht so einfach. Das stimmt. Das ist alles nicht so einfach, aber mein Gott. Auch das sollen wir hinkriegen.
Ding einfach so einen Winkel oder so, der auf und zu geht, gibt's auch nicht, ne? Nee. Man kann die Sachen quasi immer nur rotieren lassen. Ja. Das stimmt. Meistens kann man nur rotieren lassen. Genau, das habe ich auch schon festgestellt. Da musst du irgendwie noch was anderes machen können. Das ist das, was wir rauskriegen müssen. Richtig. Genau. Was ist das? Kann das Ding was? Welches Ding? Das hier? Nee. Ich glaube nicht, dass nur so eine Stütze in, oder sowas. Ich glaube, ich habe das noch nicht herausgefunden. So, ich habe da ein Loch gemacht. Mach mal hier, du hast doch bestimmt noch Concrete in der Hand, oder nicht? Hier ist ein Loch. Wäre schön, wenn die Stufe unten rauskommen würde. Da überlege ich die ganze Zeit. Ich habe jetzt hier sowas gemacht hier. Wenn du jetzt die Tür drückst. Dann geht das runter. Das ist jetzt so das Einzige, was im, wie das relativ gut ist, eine Rampe zu machen. Man kann das natürlich auch noch synchron machen. Man könnte jetzt noch so auf der anderen Seite könnt ihr den Block halt, der runtergeht, halbieren, sodass er auf zwei Seiten runtergeht, ne? Das könnte man auch nochmal machen. Ja, das könnte man. Obwohl, ich mach da nochmal was anderes. Schwierig, ne? Schwierig. Ja. Wenn man doof ist. Man muss viel nachdenken. Das stimmt. Gibt er mir auch nichts. Außer was auf und zu geht, kriegen wir auch nichts hin. Du bleibst aber ganz geschmeidig. Ich fuhr jetzt aber schon 30 Minuten an einer blöden Tür rum. Ja, da kriegen wir schon hin. Gucken wir hier, wie. Keine Ahnung. Ja, das ist. Das Spiel ist neu, wir müssen halt ein bisschen rumexperimentieren halt, ne? Ist einfach so. Warum baust du da jetzt Waschbecken an? Warum baust du da denn jetzt Waschbecken an? Alter! Das ist ja Waschbecken zum Ausklappen. Ja, Waschbecken zum Ausklappen, genau. Ich muss jetzt einfach nochmal den Winkel herausfinden, gucken. Welche Nummer war das da oben jetzt? 2. Den Startwinkel gucken jetzt hier. Der ist jetzt richtig, so.
Ist ein Badzimmer ausklappen, falls du immer sauber machen musst, kannst du ausspritzen. Ja, ja. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich überlege die ganze Zeit. Mal schauen. Wir müssen Fahrzeug bauen leichter. Fahrzeug bauen leichter, ja, ja. Fahrzeug bauen ist leichter. Ja. Fahrzeug bauen ist leichter. Ich wüsste doch nicht, wie man das da zum Zweck entfremden könnte. Hier ist ja nichts, was ein- und ausfährt oder so. Reifen. Reifen kannst du, könntest du Zweck entfremden, wenn du auf den Knopf drückst, dass die Reifen sich in eine Richtung bewegen, sodass sich was ausfährt. Also das habe ich schon gesehen, das soll gehen. Ja, aber dann ist ja, kannst du ja nicht begrenzen, dann musst du ja vor irgendwas bauen dann. Ja, ja, das ist ja schon richtig. Die Wand rausgefallen. Ah. So, ich hoffe, da funktioniert alles so, wie ich mir das denke. Warum steht hier eigentlich so ein Lift? Ist meiner. Den kann man benutzen. Kannst du ja draufstellen, wenn du irgendwo hoch willst. So. Jawohl! Guck mal, die Tür funktioniert. Ja, was? Funktioniert. Funktioniert. Ey, jawohl. Ja, das ist doch schon mal gut, ne? Okay. Ne? Ne? So. Gut. Das ist doch schon mal gut, das ist doch schon mal schön, ne? Wenigstens eine Sache, die jetzt mal wenigstens so ein bisschen funktioniert. So, Treppen. Wolltest du mal Treppen nach oben bauen, von innen und von außen? Weil ich ja gar nicht, ich will ja so ausfahrbare Treppen machen. Na? Oder wollen wir erstmal drin noch mal ein bisschen gucken? Treppen ist das nämlich so ein bisschen tricky. Ja, was gucken. Hast du noch Beton? Da habe ich selber eine Leiste, schon gut. Ah, ja, so, ja. Schwierig, ne, wenn man, wie gesagt, Kreativität einer Nudel hat. Nudel? Ja, die Kreativität einer Nudel. Naja, nur Kreativität, ne, lass mir mal so dahingestellt, ne. Solange es alles nachher funktioniert, so wie es soll, ist alles gut. Wo ist der Controller schon wieder hin? Der Controller, wo ist er? Weiß ich nicht. Ich habe auch das Gefühl, die verschwinden irgendwie so ein bisschen teilweise die Sachen noch. Also, das sind wahrscheinlich so die Fehler, die da noch, die die Entwickler angesprochen hatten, ne? Dass es so leichte Probleme noch geben kann. Ich denke mal, das ist so einer davon.
Oh, ein Rohr. Aber da musst du andere Materialien nehmen, sonst verbindet er sich, glaube ich, mit dem Holz anstatt mit dem Rohr. Auch nicht. Ah. Vielleicht, ich guck gerade, warte, bleib da weg. Ich war deinem auch nicht rumgefummelt. Ich glaube, da muss ich nochmal so einen Kringel setzen. Auch wenn der Kringel im Endeffekt nichts macht. Hä? Roffel. Ah. Geht ja auch nicht. Irgendwann steckst du ja da mit der Treppe im Boden. Was meinst du? Und so eine ausfahrbare Treppe machst, steckst du ja irgendwann im Boden drin. Boden drin, der Treppe? Ah, Mann. Ach so, da. Boden drin. Ja, wie macht man das? Müsste so eine ausfahrbare Treppe in der Mitte machen, weil wir bauen jetzt noch was anderes. Man könnte hier jetzt zum Beispiel nochmal so einen Ausbank. Arm machen. Die Treppe, keine Ahnung, von beiden Seiten oder so. Man kann irgendwie alles nur rotieren. Warte mal. Ja, das ist das Problem. Das habe ich mir gedacht. Du wolltest dann, dass die Treppe sich nach oben klappt, ne? Ja, hatte ich gerade vor. Ja, klappt nicht. Wie gesagt, muss das ein Stück gebaut sein. Ja, ja, das ist schon. Das ist mir schon klar. Ja, aber das obere Stück hast du da angedockt, der Rest ist aber nur in dem Holz angedockt. Dreh mal das Ding zurück in Ausgangsposition.
Das obere Stück. Irgendwie ist das... Bitte. Ein bisschen. Das obere Stück wieder so, dass das nach oben zeigt. Oh, Ausgangsposition. Das Problem, man kommt da so schlecht jetzt drunter. Das sonst mal... Man muss da drunter. Nein. Was machst du denn da? Muss doch irgendwie möglich sein. Aber dreh mal, ob sie das jetzt mitdreht. Ja, jetzt muss, wird es gehen. Jetzt wird es wahrscheinlich... Nee. Ja. Muss der eine Block gehen, nämlich. Ja? Muss den einen Block da weglassen. Das muss alles nur an dem oberen hängen, sonst geht das nicht. Genau, und so da wollte ich dann die... Kann man ja die Treppe nach oben fahren lassen, sozusagen, ne? Oder so eine Zwei-Stufen-Treppe von der einen Seite und von der anderen Seite hoch. Den gibt's ja auch. Du kannst sie ja von beiden Seiten damit nutzen, ne? Theoretisch. Richtig, genau. Und so hatte ich das ja auch angefangen. Na, jetzt geht's ja. Jetzt hast du ja... Du musst es halt wichtig, wa? Siehst du? So, und so könnten wir noch machen. Ja, dann könnten wir jetzt so arbeiten. Wir so machen. Warte. Leichter. So. Jetzt einfach hier, mach du. Können wir das immer alles davor, kann man... und ich mach die Dinger da drauf. Ja, das ist gut, das können wir natürlich auch machen. Das ist ein kooperatives Bauen, ne? Alter, nicht schon, mal gucken. Ja, letzte Stufe. Ne, das war jetzt, glaube ich, ein zu viel wieder. Nee, passt, ja, super. Und jetzt könnten wir das gleiche. Na gut, auf der anderen Seite wäre das Ding natürlich blöd, ne? Weil das dann aus dem Haus rausguckt. Aber man kann das so machen, dass man nach hier hinten hin auch noch ein Stück Haus hinsetzt, wo da auch die Treppe hinführt. You know what I mean? Ja, du, das kann man ja überall hinstellen, das Ding hier. Muss es gucken, richtig. Wie man das Ding jetzt am elegantesten verstecken lässt. Ja. Nein, man sollte vielleicht auch nicht unbedingt so einen Pfeiler nehmen. Ja, es gibt auch irgendwie, wenn du dir die ganzen Entwicklervideos hier anguckst, wie Sachen nach oben gezogen werden. Und dann kommt sie wieder runter. Aber das, womit? Das kann sein. Du siehst ja, wenn er sein Haus aufmacht. Guck mal, wir probieren mal was. Ich probiere mal was. Einfach mal jetzt so, mal just for fun. Na komm, deswegen weiß ich ja nicht, ob manche Blöcke vielleicht mehr Funktion haben, als wir... Machen wir das mal von hier aus. Machen wir das mal einmal so. Wollte ich gar nicht. Fahr mich hoch, Baby! Fahr mich hoch, Baby! Nimm doch hier, nimm doch den Lift hier. Da. Ja, passt schon so. Vielleicht drauf. Wenn wir das jetzt... Man muss deinen eigenen nehmen, weil du kannst meinen nicht steuern. Jetzt ist mal einfach mal... So, wenn wir dann da jetzt so eine Art Arme anbauen. Das könnte man machen, ja. So. Guck mal, da haben wir hier... Du meinst diese Rohrdinger, diese da. Entweder die Rohrdinger, oder wir haben aber auch noch hier die Teile. Welche? Pack die mal hier an die Wand, dann können wir mal die Dinger angucken. Yeah. Ah ne, da bin ich allzu weit drüber.
Also da angedockt war der. Warum richtet er sich denn jetzt automatisch? Hm. Ah, jetzt. Jetzt hört er dann nie auf. Ja, was du davor hast. Ja, ich wirst gleich meine Denkweise verstehen, wenn ich fertig bin. Aber der hat ja nicht so was Großes dafür, weil du hast ja gesehen, wenn er in sein Haus geht, was auch fahren kann. Wenn er die erste Tür aufmacht, geht da hinten noch eine zweite Tür, die nach oben fährt. Und dann kommen die ganzen Treppen aus dem Boden. Oder aus der Wand. Du machst gleich so komplizierte Dinge am Anfang. Ja klar. Wenn er komplizierte könnt, können wir das einfache auch. Ich hoffe, das klappt gleich so, wie ich mir das vorstelle. Jetzt zum Beispiel... Oh, hier erstmal Sachen wieder raussuchen, hier alle. Dahin, den dahin. Da wäre auch einer gewesen, rechts von dir. Der nirgendwo angeschlossen ist. Schon mal nicht verbunden. Nein, das ist ja das Problem. Da sind die verbunden. Da sind die verbunden. Der nicht. So, jetzt muss ich erstmal denken. Hast du wieder Musik angemacht? Toll. Der war schon richtig. Ja, weißt du, was du tust? Ich weiß noch nicht, was ich tue, aber ich komme langsam voran. Okay, wenn du meinst. Weißt du, Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, so ungefähr. Ach ja, ich glaube, du weißt gar nicht, was du vorhast. Well, dass wir da quasi so eine hochfahrende Rampe haben.
Dafür muss ich ja erstmal gucken, ob das dann alles so funktioniert. Ja, mach du mal. Mach du mal, mach du mal. So. Jetzt? An einer Ecke. Oh. Ja, wir könnten eher eine Seilbahn bauen, als dass wir hier was hinkriegen. Bisschen nervig. Verbindet man dich jetzt am geschicktesten mit allen? Kann doch nicht sein, dass man die nicht alle irgendwie miteinander verbinden kann. Man muss sie doch miteinander verbinden können. Meinst du, ja? Machen wir das vielleicht. Was willst du? Danke, Lakuf, habe ich gesagt. Ach so, danke, Lakuf. Ach so, ja, danke, 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 danke. Ja, wenn wir schon mal, wenn wir rauskriegen würden, wie man die Türen zur Seite machen kann. Jetzt, das eine funktioniert schon mal. Türen zur Seite, wie zur Seite? Du meinst zur Seite rollen? Zur Seite rollen, ja. Ja, wie gesagt, das musst du mit dem, Rädern machen, ne? Aber das mit dem Reifen ist, wenn man die quasi so eine Plattform macht, dass man die Reifen unter der Bodenplatte versteckt zum Beispiel. Ja, aber guck dir mal das Controller-Video nochmal an. Ich kann mir vorstellen, dass in der dünnen Wand einen ganzen Haufen Reifen sind. Du meinst von dem Buch, oder? Von dem Entwickler. Das Video. Auf Steam? Ja, auf oder Steam. In dem Buch, weil im Buch kannst du dir nämlich auch, über das Buch kannst du dir nämlich auch Videos anschauen. Ja, weißt du, über Buch. Watch Video. Wo sind die Videos hier? Ah ja, Watch Video. Ich weiß aber nicht, welches das ist. Hi Mechanics. Na, schauen wir mal. Ist das nicht. Nein, das ist dieses, mit wo der Controller vorstellt. Wenn du das anguckst, dann siehst du da, kann man sich vorstellen, dass hinter der Wand Tonnen von Reifen versteckt sind. Weiß es nicht. Weißt du? Ich hab keine Ahnung. Ja, Lakuf, da müssen wir dir ein bisschen zustimmen. Also ist ganz schön tricky hier teilweise alles. Wenn du ein Video vom Controller guckst, ungefähr bei 4 Minuten 10. Im Controller-Video. 4 ja. Minuten 10. Ja, guck ich mir mal an. Na gut, ein bisschen was kann da schon sein, aber nur mit Reifen? Wenn die Reifen dann nicht gleichmäßig funktionieren, dann hat man da den Salat, oder? Okay, Spiel ist gerade abgeschmiert. Aber ich komm wieder rein. Ja, ist ja das, was er sagt, was passieren kann. Dass man im Multiplayer eventuell mal
Ja, lade ich dich noch. Aber du bist ja noch drin im Spiel. Muss ich nochmal einladen, ne? Echt? Bla bla bla, ins Spiel einladen. Hallo Sander, also Bernd. Ja? Hallo Bernd. Deswegen überlege ich gerade. Wie kann man. Das ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach, das Ding. Nee, das stimmt. Wenn du guckst, was die so manche Leute gebaut haben, ne? Eine Seilbahn, wo sogar die Richtung wechselt. Ja. Richtig. Und ich kriege gerade mal einen viereckigen Klotz mit Rädern hin, der dann irgendwo in eine Richtung fährt. Controller-Video 4 Minuten. Ja klar geht's auf Multiplayer. Es kann halt nur, wie bei David gerade festgestellt hat, hin und wieder mal abstürzen. Doch, das, ich denke mal schon, dass da Wände drin sind, Reifen drin sind. Aber auch dieser Ding nach oben ziehen? Gesehen, das Ding, die werden ja nach oben gezogen und da geht ja nicht. Das klappt ja erst zu und dann wird es nach oben gezogen. Damit die Reifen Grip haben, hätte ja schon was längst rausgucken müssten. Nach oben. Ja, klappt die Tür zusammen, die zweite, und zieht sich dann nach oben. Ja, mal zeigen sollen, wie die das bauen, da hätte man mehr was von gehabt. Ich frage mich, wie sie so viele runde Dinger da anschließen konnten an einen Knopf. Das geht ja. Aber du siehst ja, selbst das Haus, die Wand, hast du die hintere Wand gesehen? Die kommt einfach rum. Ja, okay, gut, das ist alles möglich. Das ist relativ simpel. Danke, Sir Resident. Was soll ich meinen? Die Wände gehen auch irgendwie von einer Wand über die andere Wand. Die Außenwände, ohne irgendwie abzurutschen oder sonst irgendwann. Alter, hat er das da alles über. Oh, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Das ist. Alter. Das ist noch viel nachdenken. Haus. Viel nachdenken. Wir müssen noch, André. Jetzt sollten wir erstmal spaßige Autos bauen. Spaßige Autos bauen? Ist ja, guck mal, da klappt sich das Dach oben auf und wird nach hinten zusammengefaltet. Ja, richtig. Ja, richtig. Wieso klappt das bei uns nicht? Ja, das kann man ja. Und jetzt kommt der Sitz aus dem Ding. Da klappt das Ding hoch und kommt der Sitz raus. Wieso klappt da einfach der Boden auf? Ja, wir haben es gelesen, Sir Resident. Ja, keine Ahnung, wie das. Mit wie das so genau das klappt, da müssen wir gucken. Müssen wir mal gucken. Ich frage mich eher, warum sich das hier alles nie richtig verbinden möchte. Das finde ich eher ein bisschen verwunderlich. Das ist gar nicht so einfach. Nee. Da klappt einfach eine Klappe auf und dann geht alles nach oben. Aua. Ah, schwierig, ja. Ja, dass dein Konstrukt nicht geht, ist doch klar. Da ist A eine Wand im Weg und B. Doch, der Konstrukt an und für sich funktioniert. Das geht ja hoch und runter. Er will nur die letzten beiden Arme nicht verbinden. Zwei Arme konnte ich verbinden. Aber die letzten beiden Arme will er nicht verbinden.